Die Altlast K20 bzw. die Kalkdeponie Brückel 1 und 2 ist eine ehemalige Betriebsdeponie und zählt aufgrund hoher Schadstoffbelastungen zu den Altlasten mit dem höchsten Gefährdungspotenzial für Mensch und Umwelt in Österreich. Die Deponie wurde bis 1981 unter anderem mit Karbidkalk und Chlorkohlenwasserstoff sowie quecksilberbelasteten Abfällen verfüllt. Außerdem befindet sich die Deponie mit ihrem durchlässigen Untergrund direkt an einem Flusslauf und die Deponiesohle steht teilweise im Grundwasser. Eine Räumung sowie Aushub der Deponie kam aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Frage. Um unter diesen besonderen Umständen zukünftig bestmögliche Sicherheit für die Bevölkerung und die Umwelt gewährleisten zu können, wurde der Deponiekörper jetzt auf dem neuesten Stand der Technik sicher eingekapselt, damit zukünftig keine Emissionen mehr in die Luft und das Grundwasser gelangen können. Das Sicherungskonzept umfasst eine die Altlast umschließende Betondichtwand mit kontinuierlicher Grundwasserabsenkung innerhalb der Dichtwand und einer kontinuierlichen Bodenluftabsaugung. Ein wesentlicher Teil des Sicherungskonzeptes ist das multifunktionale und mehrlagige Oberflächenabdichtungssystem mit Geokunststoffen von Hüsker Synthetik. Der Grundaufbau besteht aus einem Trennfließstoff, einer Schotterausgleichsschicht und einem Bodenluftflächenfilter aus Kies mit gelochten Bodenluftabsaugrohren. Auf diesem Grundaufbau wird die Calciumbentonitmatte Nabento RLC mit einem Flächengewicht von 11.000 Gramm je Quadratmeter über den gesamten Deponiekörper gelegt und bildet so eine homogene und vollflächig hochleistungsfähige Dichtungsfläche mit Selbstheilungseffekt. Oberhalb der Bentonitmatte sorgt der aktive Geo-Verbundstoff Tectosil Active AC2000 für zuverlässige Schadstoffabsorption. Bestehend aus zwei Fließstofflagen und einer speziell auf die flüchtigen Schadstoffe abgestimmten 2000 Gramm je Quadratmeter Aktivkohleschicht, verringert sie die CKW-Konzentration unter der darüberliegenden Membran und reduziert auf diese Weise die Triebkraft für die Diffusion durch das Dichtungssystem. Die geotextilen Lagen des Verbundstoffes stellen die mechanische Stabilität der Aktivkohleschicht sicher. So kann Tectosil Active AC an allen Anwendungspunkten schnell und einfach installiert werden und gewährleistet eine homogene sowie erosionssichere Aktivkohleschicht auf der gesamten Deponiekörperfläche. Die darüberliegende Membran besteht aus einer 0,8 mm LDPE-Sperrfolie mit 12 Mikrometer Aluminiumblecheinlage und dient, maschinell mit einer prüffähigen Doppelnaht verschweißt, als Konvektions- und diffusionsdichte Sperre gegenüber den Chlorkohlenwasserstoffen. Ein Fließstoff mit 1200 Gramm je Quadratmeter sorgt für den Schutz der Sperrfolie. Um auf den teilweise sehr steilen Böschungen mit 1:2 Neigungen ein Abgleiten zu verhindern und die Langzeitstabilität des Systems zu gewährleisten, werden gemäß statischer Bemessung insgesamt zwei Lagen des hochzugfesten Vortrag-Geogitters installiert. Die erste Lage mit einer Zugfestigkeit von 600 kN pro Meter wird direkt auf dem Schutzvlies ausgelegt und ist die Antigleitbewehrung für den 25 cm mächtigen Bodenluftflächenfilter aus 1632er Kies und Bodenluftabsaugrohren. Die Drainagematte HD225 mit einer dichten Unterseite sorgt für die druckfreie Ableitung von Niederschlagswasser und damit für noch mehr Systemsicherheit. Auf ihr wird nun die zweite Vortrag-Geogitterlage mit einer Zugfestigkeit von 200 kN pro Meter als Antigleitbewehrung für die darüberliegende Rekultivierungsbodenschicht installiert. Diese dient dem Schutz der Dichtungs- und Stabilisierungsschichten und ermöglicht eine ganzheitliche Begrünung. Dadurch sind auch der natürliche Erosionsschutz sowie eine optische Integration der gesicherten Altlast in das Landschaftsbild gegeben.
Die Abdichtung gegenüber dem Grundwasser erfolgt durch die Umschließung des Deponiekörpers mit einer 15 bis 35 Meter tiefen, in den natürlich anstehenden Dichthorizont einbindenden Betondichtwand. Innerhalb der Deponie sind Absaugbrunnen angeordnet, die den Wasserspiegel innerhalb der Dichtwand dauerhaft tiefer als außerhalb der Deponie absenken. Somit wird auch im Falle eines Lecks in der Betondichtwand ein Wasseraustausch mit dem anstehenden Grundwasser verhindert. Zusätzlich wird das abgepumpte Wasser vor Ort über leistungsstarke Aktivkohlefilter gereinigt und so insgesamt der Austrag von Schadstoffen unterbunden. Die gesicherte Altlast wird zukünftig auch durch zahlreiche Messstellen im gesamten Abdichtungssystem überwacht. Die Wasser- und Abluftwerte werden so kontinuierlich überprüft. Hüsker konnte auch bei diesem Projekt seine Stärken als Servicepartner mit klarem Fokus auf technische Beratung und innovative geosynthetische Systemlösungen voll einbringen und gemeinsam mit den beteiligten Firmen eines der herausforderndsten Altlastensanierungsprojekte Österreichs erfolgreich umsetzen. Das ganzheitliche Sicherungskonzept wird Mensch und Umwelt nun langfristig kontrollierbare Sicherheit bieten, ist eine endgültige und ebenfalls sichere Entsorgungslösung für das deponierte Material gefunden werden kann.